Moin Moin, hallo, herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed 3. Ja, ich habe jetzt in Boston mit dem Hafenmeister gesprochen und bin hier in die Davenport-Siedlung gereist. Und jetzt müssen wir anscheinend da oben zu dem Haus hin. Es sieht aus wie das Haus, wo wir schon mal waren, wo unser Lehrer ist. Und da wollen wir jetzt erstmal hinlatschen. Das könnte zwar einen Moment dauern, aber egal. Jo, letzte Woche kamen leider keine Videos. Tut mir auch wirklich leid. Aber es war einfach die erste Woche wieder und da muss man sich erstmal wieder ein bisschen eingewöhnen. Es hat aber ganz gut geklappt. Ich hoffe, ihr hattet auch einen guten Start ins neue Jahr. Und ja, legen wir einfach hier weiter mit Assassin's Creed 3 und der Mission. Hoffe, es bleibt weiterhin so, naja, wie soll ich sagen, anders. Ich finde es irgendwie ein bisschen anders als die Assassin's Creed. Ich habe die anderen Teile zwar mal gesehen und angespielt und so, aber fand die halt nicht so gut und hier spielt man halt auch mehrere Charaktere und so weiter und so fort und so weiter. Jo, starten wir die Mission. Willkommen zurück! Du liest mich in Boston. Deine Übungen hier sind alle schön und gut, aber Erfahrung ist der viel bessere Lehrmeister. Was ist mit Vater? Ist uns entwischt, fürchte ich. Wir müssen ihn finden. Das werden wir, nachdem das Haus repariert wurde. Aber er ist frei und plant wer weiß was. Und was tust du, wenn du ihn findest? Falls du ihn findest. Du bist ein Knabe mit ein paar Monaten Training. Er ist ein erwachsener Mann mit vielen Jahrzehnten der Erfahrung. Wenn du im Kampf mit vielen Jahrzehnten, ja. Damals war alles besser. Mach schon, bevor ich meine Meinung ändere. Ja, da ist wohl irgendwem irgendwas passiert. Doch das werden wir jetzt erfahren. Hoffe ich zumindest. Hilfe! Hilfe! Wir können ja mal versuchen, die Jagdherausforderung zu bekommen. Falls dort tatsächlich ein Bär sein soll. Bitte! Hilfe! Er wird sterben! Was gibt's denn, mein Guter? Rettung aus dem Fluss. Ja. Keine Zeit! Bitte komm! Ja, gut, dass er uns noch nicht mal irgendwas erklärt. Wir folgen ihm einfach und hoffen das Beste. Auf den tiefen Schnee dürfen wir hier wieder stapfen. Der Schnee war ja in diesem Winter recht dürftig, muss ich sagen, bisher. Zumindest bei uns hier im Norden. Könnt ihr mir einfach mal in die Kommentare schreiben, wie der Schnee bei euch war. Oder ob es jetzt auch in der letzten Woche zum Beispiel Schnee gab. Gab es nämlich auch ganz leicht bei mir, aber nicht wirklich. Da unten! Er ist gerade unter der Brücke durch! Wollen wir mal schauen. Bei Terrys Rettung das Wasser nicht berühmt. Ja, ganz wundervoll. Ich habe die Mission. Also, ich bin gerade aus der Sequenz rausgekommen, ne? Da kriege ich direkt die Sondermissionsziele einfach geklatscht. Ach komm, haben wir auch noch Zeit zum Häuten. Ja, ich bin ja schon auf dem Weg. Jetzt entspann dich. Du hast doch einen Baumstumpf. Ach, jetzt kann er sich nicht mehr festhalten. Ja, das ist aber schade. Hier scheinen wieder Wölfe zu sein. Vielleicht entkommen wir denn dieses Jahr mal da. Mal auf die andere Seite vom Fluss, vielleicht finden wir da mehr Möglichkeiten, ihn zu retten. Hier rüber und auf den. Beim Vorwärtsbewegen halte rechte und die Leertaste. Wir sind doch gerade schon ins Wasser gesprungen. Na gut.
dieser Holzkopf dir sagen will, ist, dass er dir ewig dankbar sein wird. Wen nennst du einen Holzkopf? Dich, weil du einer bist. Was wolltest du auf den Baum stemmen? Eins der Risiken von Holzfällern. Wir lagern im Wald, gar nicht weit von hier, und schlagen Holz. Wir wollten in der Gegend eine Mühle errichten. Es gibt eine gute Stelle nicht weit von dem Haus auf dem Hügel, wo ich wohne. Ich mag dich jetzt schon. Wir sehen es uns an. Wäre doch nicht schlecht, wenn wir zwei Handwerker hätten. Die könnten uns vielleicht auch beim Hausbau helfen. Natürlich haben wir die volle Synchronisation nicht geschafft, weil, wie gesagt, kam etwas überraschend das Ziel. Es geht los und du bist ins Wasser getreten. Wie schade. Aber wie schon mehrfach gesagt, ist mir eigentlich relativ egal. Aber das Holz kann ich spiele das Spiel einfach so frei nach Schnauze. Nicht unbedingt immer mit diesem gezwungenen Ziel. Triff mich bei der kleinen Hütte an der Küste, wenn du Zeit hast. Da gibt es etwas, was du sehen musst. Und was? Was Nützliches. Wir werden also etwas Nützliches sehen. Das ist ja nützlich. Nach Missionen mit Symbolausschau halten, um neue Einwohner zu gewinnen. Okay. Wenn Sie Ihre Siedlung ausbauen, erhalten Sie Zugang zu neuen Ressourcen und schalten neue Gegenstände frei, die Sie herstellen können. Das heißt, wir können uns jetzt unsere eigene Siedlung hier aufbauen, oder was? Das klingt ja interessant. Wer ist Go und wer ist die? Gehe ich erstmal zu den beiden hin. Achso. Kann ich auch mit denen reden? Hallo? Ah, nee, kann ich nicht. Kann aber nochmal gerade die Map aufrufen. Ich will nämlich erstmal diese Siedlungsmission jetzt machen. Das klingt echt interessant. Stapfen wir wieder hier durch den dicken Schnee. Und noch tieferer Schnee. Und hier ist wieder ein Weg. Können wir auch mal über die Bäumchen laufen. Ist man vielleicht ein bisschen schneller unterwegs. So, hier hoch. Und kann man hier auch weiter? Yep. Das ist fies. Pam, pam. Das war ein guter Konter. Autsch. Und die Klippe runter. Nein! Komme ich jetzt wieder hoch? Nein, jetzt geh doch mal ein Stück weiter nach rechts. Naja, ich komme ja schon wieder hoch. Diesmal stelle ich mich vielleicht nicht mit dem Rücken zur Klippe. Zieht mich doch bitte hoch! Na gut. Helfe dem Armen mal. Ziehen wir ihm noch glatt die Schuhe aus. Hab Dank! Hab Dank! Bist du wohlauf? Ich glaube, es ist nicht viel passiert, nur ein gehöriger Schreck. Bastarde! Was wollten sie von dir? Mein Geld! Doch das war nicht viel und dann wollten sie mich dafür bestrafen. Eigentlich dumm. Allein schon mein Werkzeug ist sehr viel wert für den richtigen Mann. Wie auch immer, ich mache mich jetzt auf den Weg. Ist noch weit bis zum nächsten Gasthaus. Ich danke dir vielmals für deine Hilfe. Hast du kein Zuhause? Ach na ja, ich war ein stolzer Bewohner Bostons bis vor kurzem.
Doch ich bin einfach kein Unterstützer Ihrer Majestät. Und die Loyalisten verjagten mich aus Haus und Werkstatt. Viele hier in der Gegend könnten die Dienste eines tüchtigen Handwerkers gebrauchen, falls du unter anderem wir lassen willst. Ist das wahr? Das werde ich mir ansehen. Na wunderbar, da haben wir doch direkt noch einen Handwerker. Lance kann neue Gegenstände herstellen, wie zum Beispiel Truhen und Fässer. Oh yeah, volle Synchronisation, weil wir auch keine Sonderziele machen mussten. Können wir jetzt mit ihm reden? Nein. Ist das hier immer noch das gleiche Haus? Das ist doch ein anderes, oder? Gucken wir auf die Map. Ja, das ist ein anderes. Dann könnten wir jetzt theoretisch die Hauptmission weitermachen. Die Markierung hier können wir auch einmal entfernen. Huch, das wollte ich nicht, Verzeihung. Wo ist denn die Hauptmission? Ach, da. Auf zum Hafen. Müssten wir am besten wieder die Wege nehmen. Und wie Lance uns Gegenstände herstellen wird, das werden wir bestimmt noch später erfahren. Ja, Feta werden wir auch erfahren, vielleicht. Also ich stehe ja auf Feta-Käse. Vor allem überbacken. Also nicht Feta-Käse überbacken, sondern mit Feta-Käse irgendwas überbacken. Dicke Bohnen oder sowas. Sehr lecker. Nehmen wir den kürzesten Weg durch den Fluss. Dann wird es zwar etwas feucht, aber das macht ja nichts. Vielleicht kommen wir hier die Wand hoch. Ja, da kommen wir hoch. Sehr schön. Da scheint wieder ein Wolf zu sein. Hey, cool, bam, in your face. Und auch noch ein Häuten. Wir haben zwar kein Messer in der Hand, aber die bloße Faust macht's aus. Irgendwie bin ich doch jetzt hier irgendwo im Nirgendwo. Nein. Wir sind noch richtig. Können jetzt durch die Bucht schwimmen. Ich meine, ein kühles Bad ist ja, tut ja jedem gut. Können wir hier nicht runterspringen? Doch. Gut, dass das Wasser hier tief genug ist. Sonst hätte es etwas schmerzhaft vielleicht werden können. Aber ganz wunderbar. Kaum mehr reden. Ich muss echt sagen, diese Schwimmanimation sieht so affig aus. Er nimmt die Arme irgendwie etwas weit hoch und etwas weit zur Seite. Na gut. Man kann nicht alles haben, ne? Alle halten für eine Legende, aber ich hab ihn. Captain Kidd hat ein Geheimnis, ganz klar. Gib mir nur ein Schiff und eine Crew und ich finde heraus, was ihm so wichtig war. Einst traf ich ihn, den Captain. Er war 7 Fuß groß, ungelogen. Das sag ich dir. Beine wie Bäume und Arme wie ein Schmied. Hat mir fast die Hand vom Leib geschüttelt. Da konnte ich es fühlen, als ich ihn traf. Keine Waffe konnte dem Mann ein Leid zufügen. Ah ja, das ist ja ein interessanter Mann, von dem er da spricht. Hallöchen. Die Ausbildung beginnt. Ich dachte, wir hatten schon eine Ausbildung. Dann hatten wir wohl keine Ausbildung. Sagte, hau ab, Bursche! Sprichst du des Königs Sprache nicht? Hab dich nicht gesehen, alter Mann. Hätte glatt noch klar Schiff gemacht, hätte ich gewusst, dass du kommst. Der Bursche heißt Connor. Er setzt dir wieder alles in Stand. In Stand? In Stand? Verzeiht meine Manier. Sie ist immer noch die schnellste auf dem Atlantik. Du
gut, sie braucht etwas Liebe. Nur ein paar Kleinigkeiten, aber mit etwas Zuwendung fliegt sie wieder. Wer ist sie? Wer ist sie? Na, die Akia-Bursche, das Phantom der Nordmeere. Das Boot. Boot? Sie ist ein Schiff, Bursche, und macht da keinen Fehler. Ich dachte, er soll hier alles instand setzen. Ich sage, der ist das grünste Greenhorn im Grenzland. Connor, komm zu mir zum Gutshaus, sobald du hier fertig bist. Alles klärchen, bauen wir mal kurz ein Schiff zusammen. Kannst du das? Sie braucht etwas Pflege. Ein Schiff ist eine Seebursche. Und ja, ich kann sie herrichten, aber es mangelt mir an Material. Für den Anfang brauche ich vor allem gutes Bauholz. Das kann ich beschaffen. Wie lange bis es sie in See stechen kann? Besorge mir nur das Holz, Bursche. Ich besorge die Crew. Also in dem Zustand besorgt er uns gar nichts. Also auf zu Achilles. Der wird uns dann schon verraten, wie es weitergehen soll. Ach, schon wieder ein Wolf. Ah ne, ein Waschbär. Ein Waschbär, wie süß. Und weitem sah er aus wie ein Wolf. Fast da. Noch kurz hier rüber. Und rein in die Stube. Hallöchen, Hallöchen, Hallöchen. Ach, da bist du ja. Ich muss dir was zeigen. Komm, sieh es dir an. Was ist das? Ein Journal. Es hilft uns, die Geschäfte unserer Siedlung zu verwalten. Und das hier? Das ist Jahre her. Vor dem schleichenden Fieber. Vor den Templern. Bevor alles zusammenbrach. Aber das ist Vergangenheit. Wir konzentrieren uns auf das, was vor uns liegt. Nimm das Journal und ich zeig dir, wie alles funktioniert. Aha. Im Bereich Lager können Sie Gegenstände von den Bewohnern der Siedlung kaufen. Außerdem werden alle Ressourcen in Ihrem Besitz angezeigt. Drücken Sie Enter, um das Lager zu öffnen. Godfrey und Terry haben Eichenholz zur Verfügung, das Sie ihnen abkaufen können. Drücken Sie Enter, um Eichenholz zu kaufen. Alles klar, kaufen wir Eichenholz. Und zwar alles. Wir haben genug Geld, von daher kein Problem. So, das Lager enthält nun Eichenholz. Drücken Sie Enter, um das Lager zu verlassen. Ah ne, Return. So. Das Handelsmenü. Da haben wir es. Drücke Enter. Das Eichenholz kann über den Konvoi an Händler verkauft werden. Drücken Sie Enter, um einen Konvoi auszuwählen. Alles klar. Godfrey und Terry, dass sie... Drücken Sie Enter, um einen Händler auszuwählen, an den Sie den Gegenstand verkaufen wollen. Haben wir nur einen zur Verfügung? Achten Sie auf die Zeit, Risiko und Steuern, da diese je nach gewähltem Händler unterschiedlich ausfallen. Leertaste drücken, um den Konvoi zum ausgewählten Händler zu schicken. Steuern haben wir 30%, Dauer 12 Minuten. Und schicken wir ihn mal los. Alles klar. Das klingt doch alles recht einfach eigentlich. Yes, volle Synchronisation. Oh ja, yeah, sind wir gut. Danach verging die Zeit sehr schnell. Tage des Lernens, des Trainings und der Arbeit verschwammen. In der wenigen freien Zeit, die Achilles mir gönnte, lernte ich mehr über die Templer, über Charles Lee und meinen Vater. Ich wollte gerade schon sagen, sind wir jetzt unsichtbar, oder?
dafür sorgen, dass mein Volk frei und unbeschwert leben kann. Doch ich wusste, es war zu früh. Ihm jetzt entgegenzutreten, wäre mein Tod. Und all meine Arbeit wäre umsonst. Geduld, Zurückhaltung. Dies waren meine schwierigsten Lektionen. Doch alsbald meisterte ich auch dies. Tage wurden zu Monaten, Monate zu Jahren. Und mit meinem Geschick und Wissen wuchs auch ich heran. Alles klärchen. Ich habe gerade gesehen, wir können jetzt mit Q ein Pferd herbeirufen. Also sofern wir... Da stand doch gerade was von wegen Q mit Menü und keine Ahnung was. Ach, mit F kann man gerade suchen. Okay. Können wir die Klingen ausfahren? Alles klärchen. Gut, schauen wir uns morgen an, was jetzt für Missionen vor uns stehen. Das Dorf wurde ja soweit wieder aufgebaut, also zum größten Teil, das Schiff ist wieder da und so weiter und so fort. Und dann sage ich mal, bis morgen, Leute. Ciao.